Nach dem Kauf ist vor dem Verkauf. Oft beginnt erst hier die richtige Arbeit für unsere Händlerinnen und Händler. Ja, so schwer kann das doch wohl nicht sein. Also hier abschneiden, dann Keilrahmen kürzen. Das ist wieder der Jäger, der Hunter in mir. In unseren Händlerstücken bringen sie in die Jahre gekommene Objekte wieder auf Vordermann. Oh. Dabei kann jedoch so einiges schiefgehen. Hier sind die Top 3 der Händlerstücke Fails bei Bares für Rares. Wir starten mit Platz 3 und einem stark beschädigten Gemälde, das Fabians ursprünglichen Plan komplett auf den Kopf stellt. Das ist der Maler, der niederländische Maler Jacobus Johannes van Porten. Das Gemälde ist datiert mit 1888. Aus dieser Zeit dürfte auch der originale, authentische Rahmen stammen. Ich habe schon Gemälde gekauft, um an den Rahmen zu kommen. Da war der Rahmen am Ende das Wertvollste. Das ist hier leider nicht der Fall. Da kommen jetzt natürlich ein paar Wermutstropfen, die ich Ihnen sagen. Da ist die Farbschicht ab. Die Leinwand beschädigt. Die Beschädigungen des Gemäldes hätten mich abgeschreckt, wenn man sie nicht kaschieren könnte. Und da kann man durchaus etwas machen, was dem Gemälde sehr gut tun wird. Das Gemälde wäre in einem guten Zustand 2.500 bis 3.000 Euro wert. In diesem Zustand 600 bis 800 Euro. Ich bin am Überlegen. Abschneiden würde. Sagen wir mal so. Also hier abschneiden, dann Keilrahmen kürzen. Ich starte mit 200 Euro. 500 Euro. 520. 550. Geht es nur um kaputtschneiden oder nicht? Was ist mit 10 Euro mehr? 10 Euro mehr gehen auch. Wunderbar, dann machen okay, wir das. Das Bild gefällt mir sehr, sehr gut und ich glaube, das, was ich vorhabe, wird dem Gemälde sehr gut tun. Und dann wird das abgerundet nach hinten verlegt, dass es nach hinten verschwindet, aber nicht kaputt geht. So eine Geschichte wie bei Fabians Bild auszuführen, würde mir tatsächlich im Herzen wehtun, abgesehen davon, dass es meiner Arbeitsethik nicht entspricht. Und deswegen ist es grundsätzlich eigentlich abzulehnen von unserer Seite. Ich bin mit der Intention hierher gekommen, das Gemälde zu retten sozusagen, indem man es kaschiert. Ja, lieber Fabian, das tut mir sehr leid, dir da eine Absage erteilen zu müssen, aber... Kein Problem. Das würden wir nicht. Es war nur eine Idee. Eine Sache können wir aber trotzdem noch zusammen machen. Das Bild aus dem Rahmen nehmen könntet. Ich habe nämlich den Rahmen schon jemandem versprochen. Aber 250 gebe ich noch, weil der Rahmen, den kann man einfach mal gut benutzen für einen guten Spiegel. Ich habe das Gemälde für 560 Euro gekauft. Mein Plan, dieses Gemälde zu passepartouieren, ist leider nicht aufgegangen. Und auch das mit dem Knicken lassen wir lieber weg. Die Restaurierung, da habe ich gehört, soll 1.000 Euro kosten. Das wäre hier zu viel. Ich als Händler kann das nicht leisten. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass sich ein Liebhaber findet, der sich dem annimmt. Fabian hat gesagt, 100 Euro, du kannst den Rahmen haben. Ich habe gesagt, wunderbar, das mache ich sofort. Also ich habe es vor, für diesen alten Rahmen schönen Spiegel schneiden lassen mit Facette. Also ich gehe immer sehr gerne zum Glaser. Der Fachmann, der verkauft mir schon was Vernünftiges, was gute Qualität hat. Für diesen Rahmen habe ich 100 Euro bezahlt. Der Fabian hat mir wirklich sehr coolen Preis gemacht. Das finde ich sehr nett von ihm. Für den Spiegel habe ich 150 bezahlt, für restlichen Materialien etwa 30. Und wir möchten gerne jetzt 550 Euro. Weniger Improvisation, dafür mehr Frustration gibt es auf Platz 2. Waldis Endgegner, eine Thermoskanne. Sieht jetzt alles sehr nach Zinn aus, aber es ist wirklich ursprünglich mal versilbert gewesen. Hier sieht man deutlich, dass das links einfach fehlt. Also die alten Lötstände sind vorhanden, aber das Ding eben nicht mehr. Filigrane Seitenteile, die brechen ja schon mal schnell ab. So bin ich hier bei einem Expertenpreis von 280 bis 350 Euro. Das abgebrochene Stück, habt ihr das vielleicht noch? Nein, tut mir leid. 80. Ich sag sogar noch 120. Ich habe da eine Idee. Ich mache noch 150. Kommen wir zwei klar. Ich finde das gut, 150. Ja. Ah, wunderbar. Komm. Ich hau das eine Ding weg, gieß das neu, hause beide wieder dran. Und dann ist die Welt in Ordnung. Bei den mache ich jetzt so oder so ab. Und der kommt dann hier hin. Und ich brauche den aber für einen Abdruck, dass ich mir ein neues Teil baue. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber so, wenn du das jetzt guckst, da ist ja der Abdruck. Also ich denke mal, das sieht nicht verkehrt aus. Ja, das Zünder habe ich mal hier so einen komischen alten Krug rausgeholt und habe den Deckel abgebrochen. Also heute ist Premiere, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Teil gegossen. Ja, so schwer kann das doch wohl nicht sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da ist ja noch gar nichts da.
Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ihr seht, Bronzegießer ist ein Beruf. Ich gebe ja ungern auf, aber jetzt ist letzter Versuch. Ich sag's nicht gerne, aber Waldi gibt sich geschlagen. Ich werd kein Bronzegießer. Jetzt machen wir das ganz, ganz schnell. Weil wenn vier Teile da sind und eins fehlt, dann nimmt man die anderen drei auch noch weg und dann fehlt keins mehr. Jetzt stelle ich den zwei Tage raus, dass die Zinnlöcher wieder dieselbe Patina kriegen. Und dann fällt das keinem auf, dass da mal vorher vier so Mockes rechts und links war an der Säule. Also ganz ehrlich, dass mich mal eine alte Thermoskanne zur Strecke bringt, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich werde doch noch ein bisschen traurig darüber. Ja. Die Restauration mit dem größten Chaos geht auf Wolfgangs Konto. Eine Staffelei aus Holz wollte einfach nicht so wie der gelernte Installateur. Hat die Tortur trotzdem ein Happy End? Mein Gott, was ist das denn, Kolmar? Irres Ding, oder? Als ich die Staffelei das erste Mal sah, dachte ich mir, wow, was für ein dolles Ding. Dadurch, dass es jetzt so verschiedene, auch nicht unbedingt Harthölzer sind, haben vor allen Dingen viele Teile sichtbar einen Holzwurmbefall. Also der Schädlingsbefall ist relativ weit gediehen. Und tatsächlich ist der Zustand nicht so toll. Deshalb sage ich hier 1.700 bis 2.000 Euro. Ich wäre bei 270 dabei. Ich mache noch 280. Meine Händlerkollegen haben alle Interesse gezeigt. Und da ging es natürlich darum, die Staffelei zu einem guten Preis zu kaufen. Mir fällt da gerade was ein. Ich muss noch 750 sagen. Was fällt Ihnen denn ein? Ich habe eine Ecke, wo ich gerade eine Staffelei verkauft habe im Laden. Und da würde die gut hinpassen. Also wenn man ein schönes Stück haben möchte, dann findet man immer die passende Ecke. Und ich war mir sicher, ich finde eine. Wollen Sie an mich verkaufen für 750 Euro? Dann verkaufe ich an Sie, ja. Ich habe einen Kollegen und langjährigen Freund, den Martin. Mit dem habe ich schon so viel gebaut, ob es Häuser sind, Wohnungen oder Küchen. Und da habe ich mir gedacht, mit Holz zu arbeiten ist vielleicht noch einfacher als mit Metall. Und da werde ich mit Martin das Experiment angehen. Diese Rosetten, die hat der Holzwurm komplett angeknabbert, hier links und rechts. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, oder? Wenigstens haben wir es jetzt abgebrochen. Wenn ich da die Flucht halte, sieht man natürlich sofort, dass da über 1 Zentimeter fehlt. Jetzt müssen wir beide gleich machen. Jawohl, jetzt schaut das schon besser aus. Sehr gut. Jetzt müssen wir aber das, schau. Dreimal abgeschnitten immer. Also der Martin und ich, wir sind beide zwei Alpha-Tiere. Bevor wir es dreimal erklären, wie es geht, machen wir es selber. Die Staffelei wird immer kleiner. Da machen wir jetzt gar nichts mehr weg, Martin. Das kriegen wir hin. Nein, wir kürzen das jetzt nicht mehr. Doch, das dauert. Nein. Ich habe die Restaurierung begonnen und wusste natürlich nicht, ob es Komplikationen geben wird oder nicht. Aber das ist wieder der Jäger, der Hunter in mir. Kommt hin, oder? Ja, passt auch. Die Führung in der Mitte, genau. So, super. Das Werk ist vollbracht. Die Präsentationsstaffelei hat im Einkauf 750 Euro gekostet. Ich habe jetzt Arbeitszeit und Martin einkalkuliert mit ungefähr 500 Euro. Das heißt, 1250 kostet mich dieses wunderbare Ding. Der Kolmar hat diese Staffelei auf 1700 bis 2000 geschätzt und diesen Preis schreibe ich jetzt auch drauf. Trotz all dem Chaos haben die Händler doch noch die Kurve bekommen und respektable Ergebnisse geschaffen. Welches Ranking würdet ihr gerne als nächstes sehen? Schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns gerne ein Like da und aktiviert die Glocke. Besten Dank und bis bald!